Wahl-O-Mat, Landtagswahl 2018, Hessen, Stadt. Diesmal gibt es keine Videos, das ist einfach nur Stimme zu, neutral oder Stimme nicht zu. Man kann auch die These überspringen, wenn man dazu keine Meinung hat. Hier diese drei, das ist ja so verpflichtend. Also ich meine, man soll die Personen, den Menschen doch vor allem hier an weiterführenden Schulen, da sollen sie doch selbst entscheiden können, was sie machen. Wer es nutzt, der soll es nutzen, wenn nicht, der nicht. Ein freiwilliges, aber fest bestehendes Programm für den Ganztagsunterricht. Das ist easy peasy und ja, so sollte man es auch tun, ne? Betriebe in Hessen, die nicht ausbilden, sollen eine Abgabe zahlen. Das ist kompletter Bullshit. Stell dir mal vor, du hast ein Start-up. Du hast ein kleines Unternehmen oder du hast eine kleine Firma. Du kannst doch nicht Leute ohne Ende ausbilden. Du musst dafür einen Mitarbeiter, der muss da gestellt werden, ein Ausbilder. Du musst dem Azubi Geld zahlen, der dir anfangs nichts hilft. Es ist Schwachsinn, dass man das verpflichten will. Ab einer bestimmten Größe, okay. Allgemein geht gar nicht, ey. Straßenbaubeiträge. In meinen Augen Bullshit. Du bist an zum Beispiel zwei Straßen. Du musst für beide Abgaben zahlen, wenn diese saniert werden. Du bist gezwungen, Abgaben zu leisten für etwas, was du aber vielleicht auch gar nicht willst. Als Hauseigentümer bist du viel stärker belastet als einer mit einer Wohnung und so weiter. Das ist in meinen Augen. Ich finde es gar nicht okay, dass man da Beiträge von den Eigentümern haben will. Denn in meinen Augen gehört die Straße nicht denen, die da wohnen, sonst gehört eben der Kommune, dem Staat, dem Land, bla 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 bla. Und deswegen, nee. Auf keinen Fall. Ich verstehe bis heute nicht, wieso sowas zur Debatte steht. Personen, die eine Förderung brauchen, sollen auch eine Förderung erhalten. Ist für mich klar. Leute ohne Förderung sollen nicht aufgehalten werden. Leute mit Förderung sollen spezielle Förderung erhalten. Das heißt, mehr Lehrkräfte, kleinere Klassen, etc. Deswegen sind es doch Leute mit Behinderung. Die brauchen doch eine bestimmte Förderung. Also, ich sehe da keinen Sinn, wieso man wirklich immer mehr auf Gesamtschulen umsteigen will. Es ist nicht effektiv. Das kann mir keiner erzählen. Und deswegen kompletter Bullshit. Bau von Moscheen, ich meine, wenn sie gewollt werden, dann sollen sie gebaut werden. Das ist dasselbe mit Kirchen. Wenn wir mehr brauchen, dann sollen wir mehr bauen. Wenn wir mehr Tempel brauchen, sollen wir mehr Tempel bauen. Wieso soll man das denn verbieten? Wer nicht dem Islam angehört, der geht auch nicht in eine Moschee. Also dieses ganze Islamisierungsthema. Vielleicht ist es vorhanden. Ich lache ein bisschen traurig, weil ich es als schwachsinniger empfinde. Aber ich sehe keinen einzigen Grund, weshalb man sagen sollte, wir bauen keine weiteren. Es gibt keinen Grund. Wenn Bedarf besteht, dann soll auch gebaut werden. Easy. Ich bin nochmal zurückgegangen, denn ich finde, das wollte ich nochmal ansprechen. Wieso sollte man das nicht anbieten? Für Linke, ja, Integration. Für Rechte ist doch super, wenn die Flüchtlinge, die so böse sind, ich weiß, ich übertreibe gerade ein bisschen, eben sich integrieren wollen, und das tun sie auch mit Sprachkursen. Ich sehe da keinerlei Problem, und so teuer sind die ja auch nicht. Also da wird viel mehr Geld in andere Dinge reingepumpt, wo man sich wirklich gerne in den Kopf schießen wollen würde. Ich finde, das ist eine super Sache. Und deswegen Sprachkurse. Warum nicht? Im Endeffekt schadet es nicht. Also, wie erwähnt, es schadet nicht. Das machen sie neben der eventuellen Ausbildung. Warum nicht? Und solange sie hier leben, ist doch gut, wenn sie auch Deutsch können. Ich sehe nochmal meine ganzen Antworten. Was priorisiere ich denn? Der verpflichtende Ganztagsunterricht, der wird priorisiert, denn verpflichtend ist nicht gut. Die Ausbildungsplatzabgabe finde ich Schwachsinn. Eine Verlängerung der Grundschulzeit bis zur 6. Klasse finde ich auch super. Die Straßenbaubeiträge sind mir wichtig. Natürlich eine Erinnerungskultur, die muss es geben. Ich mag Förderschulen. Ein elternunabhängiges BAföG will ich unbedingt. Eine Abschaffung des Religionsunterrichts und eine gleiche Besoldung von Lehrern, also alle Lehrer bekommen zum Einstieg gleich viel. Das sind so meine Positionen, die ich doppelt gewertet haben will. Und dann mal gucken weiter. So, welche Parteien wähle ich aus? Ich wähle natürlich Standard aus plus AfD plus die Partei, weil die Partei auch gut ist. Und dann noch die ÖDP. Obwohl, nee, nicht die ÖDP, kommen noch die Humanisten dazu, weil wir die auch im Interview haben werden. Und hier sind meine Ergebnisse. Partei der Humanisten ist ganz oben mit 75%, darunter die FDP, die Partei, die. Puh. Wahlswiper, AfD, 33%. Hier sehr hohe Übereinstimmungen.
gab es auch sehr viele Fragen gegen Links- und Rechtsextremismus, gegen Flüchtlinge, da haben ungefähr auch 6, 7 Fragen damit gewirkt. Ich weiß, was ich wählen werde. Ich bevorzuge die großen Parteien. In meinen Augen ist da eine Stimme sinnvoller angelegt. Ich gehe jetzt noch kurz hier die Begründung der Parteien durch. Die lese ich mir später noch durch, mehr oder weniger, aber mal gucken, was so die oberen drei immer wie der Position stehen. Unten in der Videobeschreibung ganz oben ist der Link zum Wahl-O-Mat. Schreibt mir gerne eure Top 3, bei mir wären das dann Humanisten, FDP und die Partei, in die Kommentare. Nutzt auch gerne meinen Amazon-Ref-Link, wenn ihr mich unterstützen wollt und mehr Videos wollt. Das wird dann in Zukunft auch sehr wichtig, denn ich habe aktuell auch ein Gewinnspiel auf Instagram und Twitter. Könnt ihr auch gerne vorbeischauen, ist ganz oben immer das jeweilige Bild bzw. der Tweet. Gerne mitmachen, Manga-Gewinnspiel, würde mich freuen. Ja, dann ciao.